Oh, Mario! Die Analyse des Kraftwerks zeigt einen ungeschützten Bavariumkern. Sieht nicht nach einer stabilen Konstruktion aus. Na, das klingt auch gar nicht mal so schlecht, Dima. Ich destabilisiere also den Kern. Ja, das wäre das Ende für diese Basis. Gut. Mario, hast du Sheldon schon was von unserem Plan gesteckt? Ah, du kennst mich. Sheldon, Rico meinte, ich soll dir das zeigen. Wir greifen demnächst das Kraftwerk an. Nur, dass du es weißt. Gracias, compadre. Ich heiße jetzt Super-Doppelagent Mario Frigo. Die Ravello wird uns alles entgegenwerfen, was er zur Verfügung hat. Haben wir die Armee erstmal im Griff, werde ich ins Kraftwerk reingehen. Wie auf Bestellung. Jetzt geht's los. Mann, ist das aufregend! Endlich gehen! Okay, das sollte... Ja, Mario darf nicht ausreden. Das darf er nicht, unser Freund. Rico, bringen wir es hinter uns. Erbitten Unterstützung am Flugfeld von Porto Cavo. Was? Kriegst du? Alter, das ist ja 3 Kilometer entfernt, Alter. Oh, Moment mal. Da ist ein Helikopter. Ich glaube, da bin ich ein bisschen schneller. Auch wenn es ein Dreckshelikopter ist. Komm schon! Die gewinnen gerade. Ist nicht gut. Wow. Schnell, flieg, flieg, flieg. Hey, das sind noch Haufen. Hä, was sind das noch für komische Markierungen gewesen gerade? Egal. Oh Gott, mal überall fliegen Gegner rum. Krank. Ich muss mir beeilen. Wo? Alter. Boah, hör mal, da hinten rechts. Geil. Schon geil, wie überall rumgeschossen wird. Überall ist Krieg. Eine Ansiedlung entdeckt. Sehr schön. Boah, Alter. Und dann schießen auch Flakgeschütze auf mich. So, was ist jetzt hier? Oh, da ist ein... Wir fliegen unsere Verwundeten aus Porto Cavo aus, aber die Gegend ist heiß. Beschütze das Flugzeug, bis es in der Luft ist. Was, bis es in der Luft ist? Was? Ich werde dafür sorgen, dass es dann noch fliegen kann nachher. Wo ist denn das Flugzeug? Da hinten. Das ist ja ähnlich weit weg. Oh, da ist ein Kampfjet. Geil. Verpisst euch. Jetzt mein Flugzeug. Komm schon, geh weg. Alter, wie soll ich das denn beschützen, Mann? Das sind viel zu viele Gegner. Flieg ja nicht los. Na endlich. Der bleibt jetzt ewig da stehen. Ich habe keine Granaten, Mann. Die hat eine Granate. Oh, ist losgeflogen, ne? Jetzt dürfte es da eigentlich nicht mehr. Einige Versorgungsschiffe der Rebellen brauchen Geleitschutz. Kannst du das übernehmen? Klar. Geleitschutz. Die kriegen sie. Weil, Alter. Komm schon. Ich wollte einsteigen. Jetzt. Rein da. Komm schon! So, jetzt wiegen wir hoch das Ding. Wow, was war das denn? Oh, da war wieder so eine... Boah, krass, Mann. Komm, die können wir schon mal kaputt machen, wenn wir hier gerade drüber fliegen, zufällig. Da sind Schiffe, glaube ich. Keine Ahnung. Bam, bam, bam. Was will ich denn hier machen? Diese Versorgungsboote müssen den Strand bei Vignaletta erreichen. Sieh zu, dass sie dort sicher ankommen. Welche Versorgungsboote? Das da. Jiha! Ja, so ein typisches Versorgungsboot halt, ne? Was ist denn los? Oh, komm schon. Lass mich rein da jetzt. Boot abliefern. Ach so, ich muss das selbst abliefern. Das ist natürlich schön.
Nochmal, das ist kein Feind, ne? Das ist ein Feind, oder? Wo, das ist grün. Bedeutet grün gut, draufschießen, oder bedeutet grün nicht gut? Bitte nicht draufschießen. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, grün bedeutet nicht draufschießen. Ja, wie wär's mit einem um die Kurve lenken, Tenchi? Das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht. So. World of Tanks hilft mir jetzt hier dabei. Bei der Mission. So, hab ich gut getroffen. Das ist auch grün. Gucken, ob es auf mich schießt. Und das da? Die sind alle nicht grün. Ja, wir schießen nicht gegenseitig? Ich habe keine Ahnung. Alter, das Ding da oben will ich runterholen. Ich hab's, glaube ich, getroffen. Bin mir nicht sicher. Weil, was ist denn das jetzt hier bitte schon für ein schwerer Auftrag? Wir haben die Schilde um Corda Dracon deaktiviert. Es gibt dort drei Generatoren. Zerstöre sie. Wo, da hinten? Moment mal. Hier ist ein Heli irgendwo. Da! Ach! Welch Glück! Hallo! Danke! Ja, das ist schön so im Krieg, da fliegen überall Helikopter rum. Ja, das sind aber Selbstabwehrgeschütze, scheiße. Erreichen? Ah, das ist bestimmt das Untergrundding. Miauung. Flieg doch tiefer, schneller. So. Kühlgenerator zerstören. Dann macht man die Tür auf hier, damit ich rein kann. So, ganz vorsichtig auf. Oh Gott, ich ahne Schlimmes, Leute. Alter! What the fuck? Das Boot war im Weg, Leute. Das Boot war im Weg. Ich glaube, da werde ich nie reinkommen. Du bist tot. Danke. Für den Hinweis. Scheiße. Das scheiß Boot, Alter, wer achtet denn auf so ein Boot? Mann, ich hab da... Ich dachte, das schwimmt weg. Ne, durch die... Ich bin drin, Dima. Was jetzt? Oh, lol. Da hat sie jetzt auch erschrocken, ne? Deaktiviere die Kühlturbine, um die Schilde abzuschalten. Easy. Ja, weiter so, Rico. Durch die da Zerstörung gibt's noch mehr davon. Der Turbine wurde der Kühltunnel geöffnet. Durch ihn kommst du in den Generatorraum. Okay. Ja, das kann ja was werden. Wir schwimmen jetzt einfach mal so durch einen Kühltunnel. Na, ob das so eine clevere Idee ist. In so ein Maschinending rein, Alter. Ich weiß auch nicht. Oh mein Gott, ich ersaufe gleich. Oh mein Gott. Oh. Das war knapp. Puh, es geht noch weiter. So. Haben sie aber ganz knapp bemessen hier. Ein Fehler und man wäre ersoffen. Oh nein, sag bloß, ich bin jetzt in die falsche Richtung geschwommen. Nee, ist richtig. So, dann angeln wir uns jetzt ein bisschen lang. Hallo! Gib mir mal die Granate, danke. So, Granate. So, was soll ich nochmal machen? Hier muss ich auch was anklicken. So, Kopfschuss, Kopfschuss. Pisst euch mal ein bisschen. Es ist nur ein Knopf, ne? Okay, da ist nichts mit Hacken. Sehr schön. Hä? Scheiße, ich hab aus der Waffe gewechselt. Kacke. So. Gute Waffe gewechselt. Sowas noch? So, da unten ist... Nee, hier ist was aktiviert. Oh, oh. Da ist auch was Dickes hier, was auf mich zielt. Nicht schön, sowas. Nur noch einen Generator.
Hä? Jetzt. Ja. So, da drüben ist er. Hallo, habt ihr auf mich gewartet? Bäm, 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 bäm. So, Muni her. Ich hab keine Muni. Ach Gott. Jetzt. Klick. Das war's. Der ist auch nicht kaputt. Der Bavariumkern wird ohne diese Generatoren explodieren. Oh shit. Beeil dich, Rico. Der Generatordruck steigt. Oh fuck, fuck, fuck. Ja. Nein. Oh fuck. Hab ich's geschafft? Ja, knapp. Yeah. Oh geil, ich bin eine Rakete geworden. Oh, ist das schön. Alles kaputt. Und wir fliegen irgendwo da oben jetzt rum. Irgendwo im Weltall. Naja. Was hochgeht, kommt auch irgendwann wieder runter. Und der angelt genüsslich weiter. Da bin ich. Alter, der hat echt die Arschruhe. Guck mal, überall wurde rumgeschossen. Helikopter und Kampfboote und alles. Und der angelt da genüsslich, Alter. Also, der hat echt Nerven aus Stahl. So richtig fetten Stahl. Yeah. Wir sind in die Offensive gegangen. Thunderbird. Diese Waffe ist jetzt freigeschaltet. Wird in einer Rebellenabwurfliste angezeigt. Was denn für eine? Hä, was macht die? Man läuft damit rum. Mhm. Und dann? Hä? Dann pisst man auf Gegner und die explodieren oder wie? Oh, da ist auch ein Helikopter. Oh, die bekämpfen hier immer noch alles. Rico, bist du da? Beamer hat die Flugdaten entschlüsselt. Rosa Manuela kommt endlich nach Medici zurück. Sie kommt zu dem neuen Rebellenvorposten im Schatten des Berges. Aber wenn wir das wissen, weiß es auch Sheldon. Ja, dann braucht sie wohl eine Eskorte. Wenn du das sagst, Rico, ich bin ja so aufgeregt. Wir treffen uns am Flugfeld, okay? Jo, dann müssen wir wohl zum Flugfeld. Hallo! Der nächste, bitte. So. Wo ist das Flugfeld? Ah, ich verstehe. Das ist eine weitere Mission. Eine weitere Mission. Wo ist die Mission? Da unten. Hm. So ein weiter Weg. Ich glaube, da mache ich Schnellreise. Tschüss. War zwar ein cooler Helikopter, aber egal. Moment mal. Wieso gibt es hier keine Schnellreise? Hier gibt es eine Schnellreise. Komm schon. Jetzt. Was? Shit. Ich will dich doch noch haben. Wow. Gut gefangen. Ich glaube, ich habe keine Schnellreise. Ich habe doch Schnellreisefackeln. Ich bin verwirrt. Bin verwirrt. Ja, ist jetzt nicht so weit. 4 Kilometer. Oh, da gibt es noch richtig fette Raketen. Der hat nur fette Raketen, das ist so geil. Was zum Teufel ist da draußen los? Bitte komm! Das fragt sich jeder. Oh, ich bin so fies, ne? Einfach hier auf die Bevölkerung schießen. Die ist doch schon befreit, glaube ich. Und? Was? Ah, ich dachte schon vorbeigeschossen. Nee. Sie gehört uns schon, ne? Mist. Schade. So schade. Weil das gehört uns nicht. Das ist ein Schrottplatz. So. Der Schandfleck ist beseitigt. Oh Mann. Wahrscheinlich eh nicht drüber fliegen, sondern eher reinfliegen wahrscheinlich. Es liegt voll die Kurve, ne? Voll die Flugbahn jetzt. Kommt irgendwann wieder runter, das Ding. Irgendwann kommt die wieder runter, die Rakete. Und? Ich hab's doch gewusst.
Rico und die Rose. Oh, das klingt ja sehr schön. Das klingt schön. Wieso kann ich nicht so einen geilen Helikopter haben? Ja, hier kann man schön landen. Muss dann wahrscheinlich mit dem Flugzeug fliegen. Da wäre das voll im Weg, aber egal. So. Aufsetzen. Ganz sachte. Weil das verpisst sich eh wieder, das Flugzeug. Das Helikopter. Also können wir auch mal ein bisschen so machen. Hehehe. Und dann. Ups. Überall, wo Rico auftaucht, Chaos. Moment mal, kann man das dann vielleicht so geil... Nee, geht leider nicht. Aber hier, man könnte so einen Mensch mal ordentlich wegschleudern. Dich nehme ich an den Kopf, dann dahin. Und dann ziehe ich und... V! LOL! Tschüss! Ja, die ist weg, ne? Ja, tut mir leid. Der will hinterher. Okay. Oh shit, ich hab zu früh losgelassen. Nein! Tut mir leid, ich hab zu früh losgelassen. Oh, jetzt hab ich zu spät losgelassen. Oh nein, jetzt wird er zerrissen. Er wird nicht zerrissen? So. Streckbank ist das. Eine Foltermethode. Auf Rico-Art. Hört ihr schon die Knochen zerbersten? Er ist einfach nicht stark genug, mein Seil. Eigentlich müsste er übelst auseinanderfetzen, Alter. Hast du Schwein gehabt? Ich lass dich mal am Leben, ey. Aber weh, du guckst mich nochmal so böse an. Dann kriegst du dieses Reifen hier. Obwohl, am Leben. Was heißt er am Leben? Ich glaube, der ist schon tot. Es tut mir leid. Es war nicht mit Absicht, dass der stirbt. So, na gut. Dann sollten wir mal die Mission starten. Boom! 5 Meter. Yeah. Fernschuss. Weitestens ein Feind durch ein Ziel des Hagens. 5 Meter habe ich ihn gekickt. Warte mal. Wenn ich jemanden dann quasi von der Klippe kicke, dann fliegt er ja sonst wohin, oder? Komm, den kicke ich mal. Jupp. Naja, der ist nicht besonders weit gekickt worden. Das ist der Wahnsinn. Guck mal, die sterben ja nicht, wa? Moment. Vielleicht kann ich das bewerkstelligen. Hä? So. Ja, ganz vorsichtig. Dir passiert nichts. So. Jetzt steh auf. Ach, du musst jetzt runterfliegen. Mist. Hier hätte ich ihn hinschmeißen sollen. Kacke, der ist tot. Da hinten ist noch einer. Der ist zu weit weg. Kick! Boah. Was ist denn hier los? Hallo. Ich bin euer Freund. Okay, Leute. Lasst uns die Mission machen. So, ein bisschen Munition aufsammeln. Ich habe nichts gemacht. Das waren die Fledermäuse da oben. Schau mal nach. Hui. Alter, der war schön roh. Oh. Ich glaube, der ist da oben gestorben. Du? Moment mal. Du willst auch da hoch. So. Wir wollen beide gleichzeitig da hoch. Ach. Hä? Es zählt nicht mehr. Lol. Die haben die abgemacht einfach. Klatsch.
Und einen Kick. 5 Meter bloß. Wie gesagt, die müssen wir echt am Rand stellen. Komm, das versuchen wir mal. Das würde ich jetzt doch gerne mal versuchen. Da irgendwie so einen Rekord zu kriegen. Das ist ja, das macht ja jetzt nicht so viel Schaden, ganz vorsichtig dahin zu schienen. So, Rutschi, Rutschi. Ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? War es schlimm? War nicht schlimm. Das sind Leute, das sind neue Leute. Das hat meine Familie nämlich gemacht, bevor der General auf unserem Gut eine Basis errichtet hat. Ist mir scheißegal, was deine Familie gemacht hat. So. Was? So, ganz vorsichtig. Jetzt steh wieder auf, mein Freund. Steh auf. Was machst du da? Und jetzt Kick. Hä, das zählt. Wieso zählt das jetzt wieder nicht? Steh ich nicht. Oder müssen die sterben dabei? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht müssen die sterben. Ich warte mal, bis sie hochkommen. So. Komm, mein Freund, komm hoch. Komm hoch. So kommt er nicht. Wie eine Spinne. Hey, lass! Ja, jetzt waren 8 Meter. Verstehe ich nicht. Das hat gezählt? Komm schon. Ja, ja. Ne, 8 Meter. Meine Bestleistung auf jeden Fall. Oh. Mach ich. Hallo. Hey. Es funktioniert. 91 Meter, Platz 7. Nice. Ja, geil. Ja, ist doch schön. Hey, du bist mein Held. Ja, ich bin ein Held. Hey, ich bin ein böser Held, ein Anti-Held. Ups. Entschuldigung. Oh Mann, ich drücke immer zu früh. So. Oh, du bist tot, ne? Tut mir leid. Okay, jetzt reicht's aber, Leute. Nicht zu lange hier Dings rummerken. Wir werden jetzt hier mal reingehen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es jetzt in der Mission weitergeht.